Herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu Resident Evil Zero, Folge Nummer 24. Meine Güte, es wird. Bin ja mal gespannt, wann das Ende langsam eintrifft hier, wa? Müssen ja bald mal alles durch haben. Okay, jetzt haben wir ja von Billy dieses Zahnrädchen gekriegt. Jetzt wollte ich mal gucken nochmal, ob wir irgendwie noch einen Zahlencode rauskriegen, weil... Ich gucke mir das Rädchen sowieso nochmal an. Mal gucken, ob da was irgendwie eingraviert ist, so wie beim Koffer. Schauen wir mal. Oh, es war natürlich nichts. Gut, dann gehen wir nochmal die Akten durch. ...1939, siehst du? Das könnte der Code sein für den Zahlen-Scheiß da. Probieren wir einfach mal. Okay, die Zahlenkombination ist es schon mal nicht. Guck mal, habe ich es denn richtig eingegeben? Ich probiere es nochmal. Oh nein! Scheiße, jetzt habe ich mich wieder verklickt, ey. Okay, warte. Das kann nur... Okay, ich probiere es jetzt nochmal und dann gehe ich nochmal meine Akten durch. Wegen der Information, mal gucken. Also. 19. Ne, ist es auf jeden Fall nicht. Gut, dann gehe ich jetzt mal die Akten durch. Irgendwie was muss da sein. Okay, hier war nix. 4. Okay, die 4. Mal 4. 2. Nee, warte mal. Also. 4 Engeln. Die erste Zahl ist auf jeden Fall eine 4. Ihre Anzahl verdoppelt sich um 1. Also 5. Würde ich ja dann sagen. 4 plus 1 sind 5. Wurden vorgenommen 2. Um die Hälfte verloren. Warte mal. Wir haben Lebensmittel gegeben, aber die Hälfte verloren. Warte mal, was war 2? Also 1 oder was? Okay, probier es erstmal mit 1 aus. Also 4, 5, 2. Okay, warte mal. Probieren geht über Studieren. Also. 4. 5. 2. Auch nicht. Okay. Nochmal.
4. Auch nicht. Scheiße. Okay. Das war's denn auch nicht, aber... Nee, das hat hiermit was zu tun. Habe 4 Engeln Tee verabreicht. Es sind 7 Tage vergangen. Es sind 7 Tage vergangen. Grüße. Habt ihr. Oh, sorry. Es sind 7 Tage vergangen. Größe rapide verdoppelt. Die ersten Anzeichen der Verwandlung, Vermehrung erfolgreich. Ihre Anzahl verdoppelt sich. Also wenn die Anzahl sich verdoppelt, dann sind es ja 8 oder was? Also 4, 8 dann oder was? So. Verdoppelt sich in einer Stunde. Aber ihr Heißhunger führt zu Kannibalismus. Schnell Futtermenge erhöht, aber 2 wurden gefressen. Okay, 2 wurden gefressen, sind wir bei 6. So. Habe ihnen lebend Futter gegeben, aber die Hälfte verloren. Also sind wir bei 3. Bin ja mal gespannt. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Sonst muss ich das gleich mal eruieren. So, nochmal. 4. Die Anzahl verdoppelte sich. So. 2 verloren. Und am Schluss sind es noch 3. Ha! Geil! Now this is more like it. Billy, I found an aerial cable car. We can get out of this place. Good, wait there. I'm coming. Roger. The sooner we get out of here, the better. Out. Aha. Das ist die Einheit, die wir brauchen. Okay, hier ist nichts weiter. Kann ich da schon rein, eigentlich? Nee. Ja, von da bin ich ja gekommen, ne? Ja. Gut, dann gehe ich mal die Leiter hoch, mal sehen, was da oben alles so ist. Okay. Hier scheint da irgendwie gar nichts los zu sein. Vielleicht geht's aber auch erst, wenn ich die Seilbahn heranhole. Oder was auch immer.
Okay, scheißegal. Ich renne jetzt erstmal zurück, weil ich brauche diese Bedieneinheit. Sonst kommen wir hier nicht weiter. So. Ja, so, warte mal. Erstmal zu Billy join. Genau. So, Billy geht jetzt wieder da raus. Na gut, wenn die Stromzufuhr wieder da ist, dann wird er ja auch wieder an die Bedieneinheit reinkommen, rankommen. So. Billy legt erstmal den Molly außer Hand. So. Damit er sich erstmal die Sicherungseinheit nehmen kann. Nein, ich will auch nicht speichern. Sehr gut. Jetzt wird er zurück zum Fahrstuhl. Bringen das Schätzchen nach unten. So, da ist die Sicherung. Sehr gut. Beziehungsweise die Spule. Mal, wie viel. Eine, ja, ne, die muss ich jetzt aufheben. Ich kann nicht immer zu speichern, ey. Alter, ich hatte so viele mal, ne? Und jetzt haben die rapide abgenommen. Weil ich da schon wieder so viel gespeichert. Das ist ja Wahnsinn, ey. So. Da war ja klar, dass du da wieder nicht durchkommst. So. Ja, na klar, aber ich wieder nicht richtig vorstehe, ey. Nein, falsche Taste. So. Ach komm. Okay. Ach, war ja klar. Ich wechsle erstmal zu Billy. Der kann ja jetzt runterkommen, das ist gut, ey. Ist ja übrigens nicht mal alleine da oben. Aber so ein Heilkraut wäre jetzt auch nicht schlecht.
Ding denn immer noch zu? Ja, ist immer noch zu. Verdammt, ey. Ausgangsspule. Jetzt sag nicht, ich muss diese beiden Dinge kombinieren schon wieder, ey. Tauschen. Nee. Eine Eingangs- und eine Ausgangsspule. Ja, das hatte ich ja schon mal untersucht. Da war ja nichts. Setzt die Seilbahn wieder in Bewegung, genau. Nein. Zurück. Bringt die Seilbahn wieder in Bewegung. Hahaha, witzig. Und jetzt da rein? Auch nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie mache ich das denn jetzt? Ich dachte schon hier, das wäre der Stromkasten gewesen. Aber hier ist auch nichts mehr. Nee. Auch nicht. Das ist ja schon wieder kurios. Eingangs- und Ausgangsspule. Ja gut, wenn ich jetzt hier nicht reinkomme, ne? Was hat mir das denn jetzt gebracht, dass ich Billy hier runtergeholt habe, ey? So, gerade bin ich so ein bisschen überfragt, muss ich ja sagen. Überleg, überleg. Ja, scheiße, dass er so angeschlagen ist, ey, Billy, aber... Ja. Was soll man machen, ne? Aber irgendwo muss doch ein Sicherungskasten sein. Ich verstehe das nicht, ey. Und auf diese Seilbahn kommst du ja auch nicht rein. Oh! Oder? Nö. Warte. Wo kommt das Loch denn her? Okay, warte mal. Da gibt's ja... Ist ja gut, dass sich die Seilwinde doch nicht abgelegt hat, ey. Ach, guck an, wo wir sind. Guck an, wo wir sind. Scheiße, kommen wir hier auch wieder runter nachher? Ja, ist mir auch klar, dass du hoch zum Runterspringen ist. Dulli. Nee. Na gut, weil ich von dieser... Na gut, vielleicht weil wegen dem Strom... Gut, ich verwende jetzt erstmal den Scheiß hier. Hier war ja nichts weiter, ne? Nee. Okay. Und zack, verwenden. Und verwenden. Es werde Licht. Muss ich hier noch was bestätigen? Nee, ne? Seilbahn wurde aktiviert, ja. Super. Ja, die Schutzmuni ist halt für Rebecca gut, ne? Aber wir kommen ja jetzt hier Gott sei Dank raus.
So. Und mal den Molly werde ich trotzdem mitnehmen. So, Rebecca, gib mir mal wieder die... Achso, die ist ja hier. Alles klar. Die ist ja hier. Das ist denn ja schon mal gut. Wie es halt einfach aussieht, ne? Beide sind verwundet. So. Ja. Gut. Bevor wir in die Seilbahn gehen, werde ich auf jeden Fall nochmal speichern. Ist zwar das letzte Speicher... ja genau, letzte Speicherband, aber ist mir jetzt auch scheißegal. Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt, deswegen... Und wenn ich jetzt schon so weit bin... Jetzt die Seilbahn ja aktiv, dann bin ich mal gespannt, wo es denn jetzt hingeht. So, Billy. Jetzt genug mit deiner Ego-Tour, jetzt kannst du wieder mitkommen. Boah, nicht schon wieder Affen. Okay, was ist jetzt los? Gibt's doch nicht, ey, ohne Scheiß. Wieso ist der Penüpel eigentlich schon wieder draußen, ey? Diese Scheißviecher, ne? Auf ein neues... Ja gut, Rebecca kann ja zur Not noch einen Treffer verkraften, ne? Aber Billy, der war ja eigentlich schon tot eigentlich. Oh ja, komm, Alter. Oh. Ernsthaft? Super. Und wer hat die Magnum-Mobeln? Billy.
Läuft. Oh, ich weiß nicht, ey. Wenn ich den jetzt starte, ne? Dann steht da doch bestimmt auch dieser Sack, ey. Okay, er steht doch nicht auf. Oh, Heilungspflanzen, Alter. Geil. Verwenden. Mitnehmen. Denn da rein? Nee. Er ist so krass, ne? Wie umfangreich dieses Spiel ist, ne? Wie viele Ebenen es einfach gibt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Okay, wo sind wir jetzt wieder hier, ey? Ups. Wo ist jetzt hier hin? Mysteriös, mysteriös. Nee, ich muss nochmal zurück. Ich bin jetzt neugierig, nicht, dass ich oben da das irgendwas ausgelassen habe, ey. Ah, das ist auch krass, ne? Wie wenig du Heilpflanzen oder allgemein Heilspray findest hier, ne? Du musst echt genau gucken, was du machst, ey. Guck mal, die Tür da zum Beispiel. Da war ich auch noch nicht drin. Na, siehst du, wie gut, dass ich da nochmal reingekommen bin, ey. Oh, nee. Munition für den Granatwerfer, ey. Was ist das für eine Muni hier? Die ganz normale. Ja, scheiß drauf. Ich nehme die. Fertig. Oh, die hat sogar 8 Schuss drinne. Geil. Schade. Hä? Scheiße, ich hab gedacht, das kann man mal irgendwie wieder abmachen, aber nee, kannst du knicken, kannst du eben nicht. Einmal installiert, ne? Oh doch, kannst du. Nee, kannst du nur rauswerfen, die Scheiße. Ey, ich schwöre, falls ich das irgendwann nochmal durchspiele, werde ich auf jeden Fall versuchen, das auf die Magnum zu basteln.
Jetzt sind wir im Werk, okay. Karte des Werks mitgenommen. Farbband mitnehmen. Ja, dann speichere ich einmal durch, ne? Ja. Obwohl, ja doch, ich speichere einmal durch. Sicher ist sicher. Warte, nee, ich speichere doch nicht durch. Ich versuche erstmal so weiter zu laufen. Drei Farbbänder. Das ist auch gut, dass du immer drei kriegst, finde ich, ey. Das ist very, very, very good. So, dann fahren wir mal wieder runter mit dem Ding. Sie sieht schon sexy aus in dem Outfit, ne? Sind wir ja mal ehrlich, ey. Junges, flottes Mäuschen, ey. So, was hier? Ein Schlüssel. Natürlich kann ich das wieder nicht tragen, ist ja logisch. Ja, weil ich das scheiß Farbband mitgeschleppt habe, Mann. Oh. Und weil ich jetzt eine Knifte extra habe. Okay, warte mal, ich lege das mal trotzdem ab. Weil ich einfach wissen will. Werkschlüssel, okay. Steht für Untergeschoss, oder nicht? Auf dem Schild steht U. Ach, ehrlich? Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Ja, bringe ich den Schlüssel zurück. Nee, warte mal, damit werde ich bestimmt unten die Tür aufschließen können. Genau, ja. Oh, what the fuck? Kommt ihr denn hier? Halt die Fresse. Boah, ich hab sie doch gerade geheilt, Mann. Jetzt ist sie schon wieder so auf 0850, ey. Ich dreh durch. Das ist jetzt die Quittung, weil ich nicht gespeichert habe, ey. Ohne Witz, ey. Oh, da ist noch eine. Ernsthaft. So eine scheiß Drecksviecher, ey. Ohne Witz, ey. Ich hasse diese Typen, ey. Mal sehen, wie sich die Magnum macht. Manu, ey, wieso habe ich nicht gespeichert, ey? Das ärgert mich jetzt, ey. Ohne Witz. Ja, die Schotze kann ich ja erstmal ablegen, ne? Bringt mir ja gar nichts, ey. Die ist ja leer. Gut. Dann kann ich mir jetzt nochmal das Farbband holen. Schon wieder zwei von diesen Krokodiltypen, ey. Fass das nicht, ey. Mann, 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 Mann.
Los, nimm es auf. Oh, Alter. Ein riesiges menschenähnliches Wesen wird in bioorganischer Flüssigkeit in der Kapsel aufbewahrt. Ja, übel das Teil, ne? Übel. Oh, ist alles schön lediert hier, ey. Ich bin mal echt gespannt, wie die Magnum durchhaut, ne? Ich bin ja schon auf den ersten Gegner neugierig, den ich... beziehungsweise der mir über den Weg läuft. Ist halt echt so. Gut. Aber scheißegal, ich werde das Ding jetzt erstmal speichern. Bevor die mir komplett krepiert, die Alte. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ach ja, so ist das wohl. So, meine Freunde, das war's jetzt mit der Folge 24. Ich hoffe, euch hat's wieder bis hierhin gefallen. Mich hat's halt wieder geärgert, ne? Kaum hast dich geheilt, kommen schon wieder zwei so eine Krokodil-Typis an und hauen dich wieder runter, ne? Mann, ärgerlich sowas, ne? Naja, so ist das Leben in Resident Evil, kennen wir ja nicht anders. Gut, macht's gut, meine Freunde, wir sehen uns, hören uns.